Samstagmorgen 10 Uhr. Michael Finkbeiner, Annette und Michael Pfeiffer entladen ihre Merino-Schafe auf der Streuobstwiese am Vogelpark. Hier sollen sie in den nächsten Wochen weiden. Was macht ihr da jetzt? Das ist Glaube Pflege. Das sind die Übernahmeschafe. Wo man erzählt habe, aus schlechter Haltung. Und, also so sehen Schafe normal nicht aus. Die sind also auch noch total verkotet, ja, weil sie eben nur in der Siefe gelegen waren. Unsere sehen so und das nicht ist aus. Jetzt halt erst weg, wenn die erst Schuhe kommt. Jetzt kann man jetzt nicht wegschneiden, weil schon schwer ist. Ja, die sind aber schon ganz schön hart geworden, die Glaube. Ja, viel besser. Tief schneiden. Warum, wo waren die jetzt? Warum sind die so schlecht gehalten worden? Also die haben in Weinheim, hat eine Frau durch den Tod von ihrem Mann ihren Schafbesitz aufgeben müssen. Da kam das Veterinäramt und hat es zugemacht, den Betrieb von ihr. Rund 60 Schafe suchten einen neuen Besitzer. 5 Jungschafe haben die Hobbyschäfer vom Fuchshof Rippenbayer übernommen. Mittel, wo sie drauf kriegen. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist ein Wirkstoff. Ah, bis auf die Haut geht. Schon das bei geht über die Haut und das genau, ins Nervensystem. Tötet diese Viecher da ab. Hier hat es die kleine Herde aus 5 Schafen gut. Frisches Wasser, viel Auslauf und Ruhe hinter den hohen Hecken. Täglich kommen die Schäfer vorbei, um Wasser zu bringen und nach dem Rechten zu sehen. Wie die Schafe auf die Wiese kamen, erklärt der Naturschutzbeauftragte des Vogelvereins Kurt Klemm. Also mein Sohn, der ist drüben in Ladenburg im Verein, ist da mit in der Vorstandschaft mit drin und da hat sich dann der Kontakt automatisch ergeben. Das hieß also, wir mussten vor längerer Zeit schon überlegen, weil wir immer mehr Schwierigkeiten bekommen haben, diese Wiese zu mähen. Ja? Und gemäht wäre, muss eine Streuobstwiese einmal zumindest im Jahr. Aber wir fanden zum Schluss fast niemand mehr, der bereit war, die Wiese zu mähen. Und dann kam eben die Idee über meinen Sohn, man könnte ja mal mit der Schafbeweidung das Ganze probieren. Ist natürlich das Natürlichste, was es gibt. Ja? Die ganze Tierwelt wird nicht groß gestört durch Mähgeräusche oder Radau, sondern die Schafe werden ja Stück für Stück immer weiter versetzt und essen dann ab. Nachwachsen kann das immer wieder dann von hinten raus. Ne? Ja. Es ist auch für die Grasnarbe ist es natürlich optimale Schafbeweidung, weil die durch den Tritt von den Schafen verdichtet sie die Grasnarbe und löst den Filz aus dem Boden. Ja, und dadurch kriegen andere Kräuter und andere Pflanzen auch Platz zum Wachsen. Und mit Schafe beweidete Fläche ist immer naturgetreuer, ja, und bietet viele Arten von Insekten und so weiter einen Lebensraum, ja, der auf eine verwilderte, sage ich jetzt mal, Wiese nicht vorhanden ist. Und der Tierarzt, der Betreuende, ist auch unser Landtierarzt, der unsere Schafe betreut. Der hat uns angefragt, ob man bereit wäre, einen Teil von diesen jungen Schafen zu übernehmen. Mhm. Man sieht, dass das Fell noch verfilzt ist und gerade so im Unterbereich noch dreckig ist. Wie kam das? Das kam durch die schlechte Haltung, weil sie halt hauptsächlich auf einem sehr engen Raum mit vielen anderen Schafen zusammengelebt haben. Und der ganze, eigentlich war das Ganze nur noch aus Kot bestehend und nicht mehr aus irgendeiner Kuppel. Okay. Gesundheitlich geht es Ihnen jetzt aber gut? Gesundheitlich sind sie jetzt auf dem Vormarsch, ja. Okay, wie alt sind sie jetzt etwa? Die sind jetzt circa halbes Jahr, 6 Monate sind die jetzt. Ja. Okay, und die haben ja schon eine ganz stattliche Größe. Wie groß wird so ein Merino-Schaf oder wie schwer? Schwer wird es zwischen 80 und 100 Kilo und die wäre jetzt so um die 25, 30 Schafe. Fehlen also noch ein paar Kilos, bis die Schafe ausgewachsen sind. Bei dem Appetit, den die 5 Schafe zeigen, dauert das aber sicher nicht mehr lange.